Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute haben wir uns aber zurückgenommen, hör mal. Da fehlt nur noch die Perlenkette, dann kannst du mich Jackie O nennen. Also, heute geht es in diesem Video mal um ruhige Düfte, leise Düfte für jeden Tag, mit denen wir unsere Mitmenschen nicht stören und nicht behelligen müssen und nicht verwirren. Ich nehme ja auch gerne Rücksicht. Also ich habe öfter ja auch mal Parfüm zur Arbeit bestellt und meine Kollegin meinte dann irgendwann mal zu mir, egal was du trägst, bitte, bitte auf gar keinen Fall Angel oder Kenzo Jungle. Und das sind ja solche Düfte, die halt wirklich, die schreien dich an, die sind halt den ganzen Tag da und begleiten dich. Und viele Menschen bekommen ja von Düften auch Kopfschmerzen und sind davon gerne sehr schnell irritiert. Und heute möchte ich euch ein paar Düfte zeigen, auf die das meiner Meinung nach nicht zutrifft, die für mich sehr leise sind. Ja, da ist ja auch der Geschmack sehr subjektiv. Also ihr könntet da jetzt auch sagen, boah, was zeigst du mir da für einen Schwachsinn? Die Düfte, die sind total laut und schreien mich total an. Also für mich sind diese Düfte leise. Die würde ich euch empfehlen, wenn ihr Menschen um euch habt, die sich schnell gestört fühlen, wenn ihr vielleicht im Büro arbeitet und dann mit Menschen auf engstem Raum zusammenarbeitet und keinen damit irgendwie belästigen möchtet. Fangen wir an mit einem neuen Duft für mich und ich bin sehr froh, den noch erwischt zu haben. Ich war ja letztens im TK Maxx, ne? Also natürlich mit Test und allem drum und dran und da konnte man quasi eine Stunde dann da bleiben und hatte dann einen Termin und Leute, es war so wunderschön, es war wirklich so... Oh, endlich wieder TK Maxx Luft geatmet. Das war wie so IV. Oh mein Gott, richtig toll. Und da habe ich entdeckt von Elizabeth Arden True Love. Und den Duft gibt es ja schon so lange. Es ist ja quasi ein Klassiker. Mittlerweile discontinued. Man kriegt den aber noch. Also online kriegt ihr den definitiv noch. Und ich finde auch das Flaschendesign, also der Flakon ist sehr, sehr schlicht gemacht. Und das spricht auch schon für den Duft. Also sehr, sehr schmal. Und sehr, sehr clean alles. Und der Duft hat mich echt überrascht. Also da war ich wirklich von den Socken, weil oh, das ist genau das, was ich liebe. Ne? Am Anfang könnte man denken, boah, nee, bist du wahnsinnig? Der ist so total schwer. Man hat hier auf jeden Fall diese cremige Iris und auch wieder diesen Vintage-Make-up-Vibe, was ich ja total liebe. Und ich habe den mir gestern mal komplett aufgesprüht. Also wirklich überall in den Haaren, auf den Klamotten. All over. Und es riecht wirklich, als würde man gerade aus einem traumhaften Schaumbad aufstehen oder aus der perfektesten Dusche überhaupt mit dem perfektesten Duschgel. So ein richtig edles, teures Duschgel oder Duschbad. Und so riecht es einfach. Das ist cremig. Es hat halt diese Iris-Lippenstift-Note, also wirklich wieder diese Make-up, diese Vintage-Make-up-Vibes sind da. Aber halt dieses cremige und frisch gewaschene, frisch geduschte. Also wirklich, er riecht sauber, aber nicht zu sauber, sodass ich ihn dann furchtbar finde, weil ich mag ja frische und saubere Düfte gar nicht. Also so alles, was so zitrisch, sauber ist, so Meister Propper geht für mich überhaupt nicht. Aber der Duft ist elegant, der ist sauber, der ist ein bisschen floral, der ist cremig, der ist halt wirklich so frisch geduscht mit dem teuersten Duschgel und eingecremt mit der teuersten Bodylotion, die ihr habt. Also, oh, wunderschön. Also ich könnte da nur noch dran riechen. Der ist so toll. Also wirklich, wirklich toll. Und ich habe auch heute extra dieses Outfit ausgewählt. Als ob ich mich mit Outfits auskenne, aber nee. So ein beigen Pulli. Also etwas zurückgenommener, so ein bisschen distinguierter und halt so ein bisschen so, ich weiß Bescheid. True Love ist auf jeden Fall das. Clean, rein, elfengleich, so wie ich. Also wunderschöner Duft. Wenn ihr die Leute nicht mit euren Düften nerven wollt und am besten nicht kaputt machen. Okay, weiter geht es. Schon ein bisschen das Gegenteil dazu und jetzt werden wahrscheinlich alle... Was? Was redest du? Prada Candy. Ich finde, der ist leise. Der ist wunderschön und wenn man... Also es ist ja immer so, die Dosis macht das Gift. Ja, das habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Die Dosis macht das Gift. Natürlich nie überdosieren, also immer so ein bisschen so durch den Nebel laufen, also ein bisschen sprühen und dann so durchlaufen oder so maximal 2 Sprüher und dann seid ihr bedient. Ne? Also das reicht dann. Aber ich finde Prada Candy, ich kann den heute auch mal... Der hat halt diese Karamellsüße, die aber absolut flüsterleise ist und dann diesen Moschus, der so ein bisschen trockener daherkommt, aber auch ein bisschen clean und
Ja, frisch jetzt nicht, aber halt so diesen bisschen Saubermoschus. Also das bringt auch wieder so dieses Beige rüber, ne? Also dieses cleane und anmutige. Ich finde den echt toll. Und wenn er so im Drydown ist, ist der wirklich edel und elegant. Also früher war der ja total verschrien als absoluter Schlampenduft, was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil ich finde den wirklich leise. Also den kann man durchaus tragen, wenn man Leute nicht. Ich gucke gerade die ganze Zeit, dieser Schlauch, ne, von diesem Sprüher, der ist total durchsichtig bei dem Duft, finde ich interessant. Egal. Ich finde den leise, ich finde den schön, wenn man Gourmand-Düfte mag, kann man den durchaus tragen, auch bei einer ernsthaften Tätigkeit. Also da wird keiner sagen, hör mal, was hast du denn da für einen orientalischen Klopper drauf? Also ich finde Prada Candy wirklich ein ruhiger, schöner Duft, wenn man es ein bisschen süßer mag, wenn man es ein bisschen verspielter, karamellig mag, aber dann auch mit diesem Moschus. Wunderbar, wunderbar, leise, zurückhaltend. Für mich perfekt. Also für mich für jeden Tag auch perfekt. Und wer es ein bisschen ambrierter mag, also so ein bisschen kuscheliger auch und sich so ein kleines bisschen, ja, geborgener fühlen möchte, aber trotzdem möchte, Prada Day for Night. Der ist so gut gemacht. Der ist so gut gemacht. Unglaublich. Ich glaube, ich layer den jetzt darüber. Ah, das ist das Gute auch an den Düften. Die könnt ihr alle miteinander layern. Natürlich auch nicht zu viel. Aber oh, der ist weich. Der ist, wie man, also ich habe ja schon damals gesagt, der ist wie so ein Kaschmir-Pulli und ein Lagerfeuer, der wärmt ein. Aber der ist halt nicht so wie andere typische Amberdüfte. Ich habe hier direkt einen griffbereit stehen. Das hier ist das genaue Gegenteil. Das ist Ombre Sultan von Serge Lutin. Der ist sehr laut. Also der ist halt eher für den Winter, würzig, warmer, schöner Amber, aber wirklich bam in your face. Also da werden die Leute sagen, oh, warum tust du mir das an? Also wenn man keine Amberdüfte mag, kann der sehr schwierig sein. Der hingegen nicht. Der ist weich, der ist wohlig, der ist wie so ein Seidenschal, wie ein Kaschmirpulli. Der hat so eine leichte, cremige Süße. Der ist halt wunderschön weich vom Amber her, gemütlich, wunderschön, wärmt einen von innen und nervt nicht. Also der ist wirklich super angenehm, sehr leicht. Ist halt, man kann auch im Laufe des Tages nachsprühen. Day for Night von Prada, wunderschön gemachter, leiser, weicher Amber für jeden Tag. Wunderschön. Also ich sag's euch, Leute, boah, ein Traum. Ich bin so froh, dass ich den habe. Ich kann in euch flüstern. Noch eine Neuentdeckung, wo ich wirklich sehr delighted bin. Hanae Mori Butterfly Eau de Parfum. Es gibt auch das Eau de Toilette. Ich habe jetzt das Eau de Parfum. Guck mal, alleine die Verpackung. Ist das nicht schön gemacht mit den Schmetterlingen? Ich kann nicht mehr. Und als ich den aufgesprüht habe, dachte ich, every day, every day. Also den kannst du wirklich jeden Tag tragen. Und auch den würde ich jetzt gerne am liebsten layern. Aber ich glaube, dann wird es ein bisschen too much. So sieht der Flakon aus. Die sind von den Flakons immer sehr ähnlich gemacht. So schön, so wunderschön. Und im Vergleich dazu stand ein Duft, der eigentlich echt laut ist. Und das ist Kaschmir von Chopin. Den habe ich nicht in meiner Sammlung, aber ich hätte gerne das pure Parfum. Da kommt man aber leider nicht mehr dran. Und viele Leute schreiben, dass der hier riecht wie das Vintage-Kaschmir von Chopin. Die Vintage-Version kenne ich leider auch nicht. Oh, aber der ist so schön. Der ist, wenn ihr den im Drydown habt, am Anfang, wenn man den direkt aufsprüht, ist der so ein bisschen floraler und man kriegt schon ein bisschen was um die Ohren gehauen. Also viele florale Noten, sehr viel cremiges, Vanille, aber sobald der so nach 3, 4, 5 Minuten runtergetrocknet ist, oh, cremigste, wunderschönste, tollste Vanille. Aber keine Vanille, die dich anschreit und sagt, nee, Vanille. Was war das jetzt? Es ist einfach so, Vanille, ich bin cremig, ich bin weich, ich bin eine frisch aufgeschlagene Vanille-Sahne-Creme, die sich über deinen Körper legt und am besten und am liebsten abgeleckt werden will. Okay, jetzt schweife ich ab. Wirklich, wirklich zarteste Vanille mit leichten floralen Anklängen. Bisschen was Fruchtiges schwingt auch noch im Hintergrund mit, aber der ist wirklich super leicht, super leise, für jeden Tag geeignet, also perfekt für die Arbeit. Wenn ihr Menschen habt, die Parfüm halt wirklich nicht vertragen, ist der wirklich toll. Der ist,
Oh, der ist so weich und cremig und wunderschön. Also, dass ich den entdeckt habe, jetzt bin ich auch sehr froh, weil der eigentlich auch discontinued ist. Man kriegt ihn aber auch noch gut. Also guckt gerne online. Also, wow, ich bin da wirklich mehr als begeistert. Hanemori Butterfly. Also, der ist wirklich so leicht wie ein Schmetterling, der durch die Winde fliegt. Also, oh, ein Traum. Perfekter Duft. Perfekter Duft für jeden Tag. Und wer ein bisschen Sandelholz in seinem Leben haben möchte, und jetzt glaube ich, habe ich mir den Lippenstift verschmiert, egal, ist übrigens Velvet Fawn von Lisa Eldridge mit ein bisschen Gloss drüber. Adam Levine Eau de Parfum. Adam Levine kennen wir von Maroon 5, der Sänger, und passend ist das auch ein Mikrofon als Flakon. Ist ganz lustig gemacht. Und das ist wirklich. Der hat dann halt wirklich nochmal Charakter dahinter. Ne? Also wenn man so im Herbst zum Beispiel, eigentlich ist das so ein ganz Jahresduft, den kann man im Frühling, den kann man auch im Sommer tragen. Im Sommer vielleicht wird er ein bisschen zu, ist ein bisschen zu warm. Aber so Frühling, Herbst, Winter ist das der perfekte, holzige, leichte, weiche, wunderschöne Duft. Das ist wunderschönes, weiches Sandelholz. Man muss so ein bisschen an Samsara denken. Also, das ist natürlich weit weg von Samsara, weil Samsara ein Meisterwerk ist. Ich finde übrigens auch, Samsara kann man im Alltag gut tragen. Also der ist so schön weich und cremig, aber das könnte auch zu viel sein für einige Leute. Aber Adam Levine Eau de Parfum ist wirklich ein unfassbar schöner, sehr, sehr weicher, zurückhaltender Sandelholzduft mit einer ganz tollen Cremigkeit. Also man bekommt immer wieder so einen warmen Whiff von diesem Sandelholz mit. Also ganz, ganz toll gemacht. Passt auch wieder perfekt zum Outfit. Also ich bin so gut. Also wirklich ganz toller Duft. Adam Levine kriegt man total günstig online. Ich hoffe, man kriegt ihn immer noch. Ich habe den vor ein paar Jahren gekauft. Ja, kann man nichts mit falsch machen. Also wenn man diese holzigen Anklänge mag, dann wird man den lieben. Auch absolut Unisex. Also da kann man gar nichts sagen. Wunderschöner Duft für sie und ihn. For every day. Oh, perfekt. Was haben wir denn noch im Angebot? Der hier. Tonka von Solinotes. Da habe ich euch ja auch schon ein Kotelett an die Backe gelabert, weil der so schön ist. Oh mein Gott. Und wir layern nochmal. Alle guten Dinge sind drei und wir machen heute drei. Oh. Cremig, süß. Nicht zu süß natürlich. Ja, wir wollen ja einen Duft für jeden Tag. Diese absolut authentische Cremigkeit dieser Tonkabohne. Wenn ihr frische Tonkabohne mal gerochen habt und aufgeschnitten habt, die sehen übrigens aus wie so kleine Köttel. Wow, der ist so schön weich, der ist so schön cremig. Die Tonkabohne kommt wundervoll heraus. Warm wie eine Wolldecke, die euch zudeckt und euch den ganzen Tag beschützt. Oh, der ist. Also der ist schon, der hat schon eine Süße, ja. Also man muss schon ein bisschen süß mögen, aber der ist nicht so süß, dass er einem jeden Tag, also den ganzen Tag so gegen den Kopf donnert wie Angel zum Beispiel. Also wenn man Angel trägt, muss man sich wirklich bewusst sein, der ist den ganzen Tag da und man riecht ihn auch den ganzen Tag und das kann auch irgendwann nerven. Und deshalb muss man auf den Duft, also meiner Meinung nach, also ich muss darauf echt Bock haben, den zu tragen, weil der halt den ganzen Tag so einen um die Fresse schlägt und sagt, ich bin da. Und das ist der halt nicht, der ist halt da, der begleitet euch. Und er signalisiert den Leuten auch, ja, ich rieche gut, ich dufte, aber ich schlage euch das nicht um die Ohren. Und das ist, oh, das ist so wunderschön. Und man wird halt wahrgenommen, aber man wird so zart, süß, weich wahrgenommen. Das ist perfekte Tonkabohne für so einen günstigen Preis. Das ist unfassbar schön. Also Tonka von Solinotes, definitiv eines Blickes wert. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich werde mir davon noch ein Backup bestellen, weil der so geil ist. So, so geil. Und wer es ein bisschen eleganter mag, wie ich schon gesagt habe, hier mit meiner Perlenkette, die brauche ich dann noch. Die bräuchte ich dann auch für den Duft. Chanel Nummer 5. Das Haarparfum. Hätte da jetzt nicht mit dir gerechnet, ne? Haarparfum gibt es mittlerweile, also bei Chanel kommt es öfter vor, gibt es auch von Chance, von. Das Allure gibt es, glaube ich, auch. Aber Chanel Nummer 5, Haarparfum, wow. Also ich liebe ja auch das Lö. Das Lö würde ich euch auch empfehlen. Ist vielleicht noch ein bisschen lauter, aber das hier nicht nur in den Haaren. Also ich trage es auch auf jeden Fall auf der Haut. Ich habe ja auch von Schwarzkopf diese Limited Edition.
auch perfekt auf der Haut und es wird einfach so cremig, wunderschön pudrig. Also wirklich so dieser Puder, dieses Weiche. Oh, Leute, ihr macht euch keine Vorstellung. Ihr wisst, glaube ich, alle, wie Chanel Nummer 5 riecht. Aber das ist halt so eine moderne, weiche, zarte, pudrigere Version. Also nicht dieses Aldehyd-Monster wie Chanel Nummer 5. Das ist natürlich ein toller Duft. Aber wer trägt den schon täglich, außer Marilyn Monroe? Gott habe sie selig, ne? Also das ist halt ja schon ein spezieller Duft. Aber das hier in der Version, so leicht, so pudrig, so elegant, so wunderschön. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Also wenn ihr euch ein bisschen eleganter fühlt und ja, das einfach so ein bisschen nach außen tragen möchtet, dann kauft euch einen beigen Pulli, so wie ich, und kämmt euch die Haare sleek und tragt Chanel Nummer 5 Haarparfum. Perfekt. Wunderschön. Ihr macht damit wirklich einen eleganten Eindruck und aber nicht zu laut, dass man wirklich so denkt, boah, die hätte jetzt aber wirklich das Eau de Parfum von Chanel Nummer 5 drauf. Ist das ihr Ernst? Nee, es ist das Haarparfum. Es ist das zarte, wunderschöne, wie ein sich über mich wie ein Schleier legende Haarparfum. Edge. I love it. Und noch ein großartiger Tipp, wo auch Kundinnen oft so ein bisschen entsetzt schauen, weil ich ihnen den empfehle. Alien Eau Extraordinaire. Oder Alien Eau Extraordinaire, I don't know. Weil die Kunden mich natürlich fragen, ich brauche einen etwas zurückhaltenden, leichten, pudrigen, cremigen Duft. Was können Sie mir empfehlen? Und dann komme ich hier mit Alien angewackelt und die sagen, ist das Ihr Ernst? Alien? Der ist doch total orientalisch, der ist quietschig, der ist teenagermäßig. Also was zeigen Sie mir da? Ich so, not this Alien. This Alien is different. Alien Eau Extraordinaire, der ist so wunderschön. Der hat so ein bisschen diese Gautier hoch 2, ja, Facetten, so ganz leicht, deshalb habe ich mich damals in den verliebt. Also dieses cremige, vanillige, Moschus. Und ich finde, der hat gar nichts vom klassischen Alien, also wirklich null, niente, nada, gar nichts. Der ist leicht floral, schön cremig, etwas süß, also wirklich auch wie so eine teure Bodylotion. Und der schwingt auch wirklich schön den ganzen Tag mit. Man hat den ganzen Tag wirklich präsent, aber halt nicht zu laut, dass er irgendwie schreit, boah, ich bin das Alien, ich nehme dich jetzt mit auf den Heimatplaneten. Der ist einfach wirklich ganz anders. Der ist halt wirklich, der hat so ein bisschen so eine Frische, aber auch wieder nicht zu frisch, was ich ja überhaupt nicht mag. Aber dieses florale, cremige, leicht ambrierte auch, mit ein bisschen Moschus, cremig, weich, wunderschön. Also den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, den mal auszutesten und dem eine Chance zu geben. Weil viele laufen ja auch direkt an dem Flakon vorbei und sagen, Alien, no way, not for me. Also den müsst ihr auf jeden Fall mal testen. Wunderschöner Flanker von Alien. Ach, ein Traum, ein Traum. Und ein Duft, den ich auch ganz oft empfehle, auch wenn ich mal männliche Kunden habe, die für ihre Freundin was kaufen wollen und nicht wissen, was soll ich dir jetzt kaufen, was könnte der gefallen? Boss Alive. Ich finde, das ist so ein Allrounder. Also der kam ja, war das letztes Jahr, dass er auf den Markt kam? Letztes oder vorletztes Jahr kam der raus, Eau de Parfum. Mittlerweile gibt es auch das Eau de Toilette. Ich finde halt wirklich, der hat von allem etwas und das ist echt ein Schuss ins Blaue, aber ich glaube wirklich, dass der vielen gefällt. Und mir gefällt er übrigens auch. Ich finde den auch sehr schön. Ich trage ihn nur leider zu selten, weil look behind me, it's a very large collection. Der ist auch leicht floral, hat aber auch leichte Gourmand-Anklänge, ist weich, ist cremig, ist süßlich. Und es ist perfekt. Den kann man also wirklich in jeder Situation tragen, wie ich will. Kann man auch im Sport tragen, kann man im Büro tragen, kann man zum Ausgehen tragen, wenn man ein bisschen mehr aufträgt. Also ich finde den wirklich gut gemacht für die Frau, die halt ja einfach schön duften möchte, einfach ein bisschen präsent sein möchte, auch ein bisschen ja, Eleganz vielleicht darstellen möchte. Also ich finde den Duft elegant, ich finde ihn leicht frisch, ich finde ihn leicht süß. Ich finde ihn wirklich für jede Situation gut gemacht und
Ich finde, mit Alive kann man nichts falsch machen. Also der ist wirklich, deshalb heißt er wahrscheinlich so. Ich bin Alive, ich bin da, ich möchte leben. Die Sonne strahlt gerade vom Himmel ausnahmsweise mal und bringt meinen Glow heraus. Also wunderschöner Duft für jeden Tag. Alive von Boss. Man kann nichts mit falsch machen. Und last but not least habe ich hier noch den Sultan Noir Velour. Haben wir auch schon drüber geredet und wie haben wir den damals beschrieben mit Geek & Chic, habe ich den ja auch im Video gezeigt, wie eine teure, luxuriöse Bodylotion von Roger. Roger ist ja die schweineteure Parfummarke und genauso riecht der, also wirklich wie eine leicht orientalische Bodylotion, cremig, floral, wirklich teuer, wirklich expensive, also wow. Der riecht halt wirklich edel. Aber dieses cremige, weiche, wunderschöne, zart schmelzende, was der Duft hat, das habe ich vorher noch nicht gerochen. Und das ist auch wirklich ein Duft, den kriegt ihr zu so einem kleinen, günstigen Preis. Es ist von Jean Arthurs, wenn ich es richtig ausspreche. Jean Arthurs, I don't know. Sultan Noir Velour. Also wirklich wie die teuerste Bodylotion, die ihr euch kaufen könnt. Also ich würde mir, glaube ich, nie eine Bodylotion für 100 Euro kaufen. Ich glaube, da würde ich mir eher irgendwas abhacken. Aber der Duft schafft es, dass ihr danach riecht, als hättet ihr euch gerade ja ordentlich was gegönnt. Also der ist wirklich, wirklich toll. Zart, cremig, leicht floral, wunderschön weich. Eine ganz, ganz edle, zarte Süße schwingt mit. Wunderschöner Duft. Also man kann nichts anderes sagen. Ein absoluter Traum. Und das war's von meinen Düften, die ich euch zeigen wollte für den Alltag, für jeden Tag, um leicht, elegant, ein bisschen frisch, ein bisschen cremig, ein bisschen süßlich zu riechen. Einfach um ja ein tolles Parfum zu tragen, ohne die Umwelt damit zu überwältigen. So, ich hoffe, ich habe das geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Schreibt mir gerne eure Parfums in die Kommentare, damit wir uns in der Community auch ein bisschen austauschen. Das klappt ja alles wunderbar. Ich freue mich immer super über eure Kommentare übrigens. Das muss ich euch immer sagen. Ich sage das, glaube ich, in jedem zweiten Video. Ich schaffe nicht immer, alle Kommentare zu beantworten, beziehungsweise ich sehe die, aber dann verpeile ich die zu beantworten. Aber ich sehe sie alle und ich freue mich über jeden Kommentar und bin da sehr dankbar für. Und noch dankbarer bin ich, dass ihr euch die Zeit nehmt, das hier anzuschauen und euch das zu geben. Diese verrückte Frau. So, ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und ja, inspiriert mich mit Düften. Ich freue mich darüber und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!